Wir haben hier nämlich eine Box aufgebaut und ich würde euch jetzt hier Umschläge geben. Da sind Zahlen drin, 1, 2, 3. Das bestimmt einfach wahllos die Reihenfolge, in der ihr da reingeht, nacheinander. Und ihr habt in dieser Box einen Monitor. Und in dem auf dem Monitor stehen Fragen und da kommt ein Countdown und dann müsst ihr die Antwort singen. Und die Band spielt aber einen Song. Ihr wisst aber nicht, welcher Song das ist. Das ist einfach nur wahnsinnig witzig und wahnsinnig schön, weil ihr dann im Songtext die Originalantwort gibt, die wir in dem Songtext als Lücke lassen. Das heißt, ihr singt den Song eigentlich mit, ohne zu wissen, welcher Song es ist. Das heißt, es wäre auch gut, wenn ihr das mit voller Inbrunst performt, was das Antwortwort ist. Ich fange einfach mal bei dir an, weil du führst. Du kannst mal sagen, welche Zahl drin ist. Ich habe selber keine Ahnung. Hast du auch noch Geld in der Tasche? Ja. Vielleicht 250 Euro holen die von Schmidt. Oh nein, du bist eins? Meine Lieblingszahl. Was ist es? Die Eins. Sarah, dann würde ich dich bitten, als erstes in diese Kabine zu kommen. Genau, nimm mal noch die. Brauche ich dafür meine Brille, Herr Jokoscheid? Das, Herr Jokoscheid. Siehste! Darfst du? So ist es halt. Hier ist irgendwo eine Stufe, ne? Na, die geht schräg runter, da ist die Stufe. Weil ich kann da drin nicht weit sehen, nur nah. Du müsstest einmal die Kopfhörer, du weißt alles sehr gut, die Kopfhörer aufsetzen vor dir. Jetzt höre ich die nicht mehr, ich mache jetzt auf, ne? Du setzt die jetzt auf, genau, super. Das steht jetzt, gleich geht's los. Ja, das sehe ich. Genau. Und dann geht's auch gleich los und dann steht da irgendwann eine Frage und die Antwort von der Frage, die musst du laut singen. Das habe ich jetzt begriffen. Das hast du begriffen. Okay, ja gut. Also, jetzt kommt aber noch eine Besonderheit. Eine Band, Sie alle kennen sie. Wir sind sehr froh, dass Sie heute hier sind und Sie die Zeit nehmen und mitmachen. Wenn man Ihre Songs morgens um 4 auf dem Campingplatz, auf Festivals anstimmt, dann kriegt man den größten Chor der Welt. Ladies and Gentlemen, give it up for Sportfreunde Stiller! Hallo! Peter Rüde Floh! Hallo! Herzlich willkommen! Wie schön, dass ihr hier seid! Flori, servus. Oh, Entschuldigung, habe ich irgendwas aus der Hand gerissen. Alles gut? Die Sportis, sag mal. Gibt's so bei euch, wir sind ja in einer Quizshow, hier geht es so um Wissen, um Intelligenz. Wer ist der Smarteste oder anders gefragt, wer ist der Dümmste? Was? Smarteste und Dümmste in einer Person? Ich bin der Zweite. Du bist bei allem in der Mitte. Ja. Okay, gut. Das heißt, Flori ist. Sehr clever. Peter? Ich kann mich schwer selbst einschätzen. Aber ich würde euch bitten, ihr spielt jetzt einen wunderbaren Song von euch und Sarah weiß nicht, dass ihr da seid. Und sie wird die Lücken in dem Song, die ihr lasst, mit ihren Antworten füllen. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Mega gut. Viel Spaß. Sportfreunde Stiller featuring Sarah Connor. Wenn so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise. Still Moment leise, die Schau der Wunde, der Begeisterung bergauf. Oh Gott, ich will schreien, weil es so laut ist. Und Schwung. Hilfe! Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Yeah. Ah, mega! Ich lieb's! Dankeschön! Ich liebe es! Ich hol sie kurz raus. Sarah, vier richtig. Wirklich? Vier richtige von 5 möglichen. Guck mal, wer da ist. Die Sportfreunde Stiller. Hey. Du hast gerade auf ein Kompliment mitgesungen. Oh nein! Das ist bestimmt total geil. Hast du nichts? Ich habe nur gefühlt, es ist super laut. Irgendwas Lautes ist jetzt. Nichts mitgehört. Lieben Dank. Hey, Sportis. Ich hab's geliebt, dass ihr da wart. Die Sportfreunde Stiller und Sarah Connor. Was habt ihr gespielt? Kompliment? Ja. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Oh. Tschüss. Ich habe erstmal gefragt, was sie gespielt haben. Tschüss. Kompliment. Kompliment haben sie gespielt. Wow. Geil. 4. Ja? Fett. Du bist die Nummer 2. Komm, wir gehen in das Kabinchen. Du weißt, wie es geht. Ja.
du setzt die Kopfhörer auf, da vorne steht gleich geht's los, dann geht's auch gleich los. Okay? Cool. Lena ist in der Kabine und jetzt kommt eine weitere Band. Ihre Tour auf Sommer 23 ist, wie der Name sagt, eine wahnsinnig erfolgreiche Tour im Sommer 23 gewesen. Und die geht diesen Sommer weiter. Machen Sie doch Folgendes. Besuchen Sie die Tour, genauso wie Sie uns jetzt hier besuchen. Ladies and Gentlemen, hier sind Silbermond! Wie schön! Wie schön und wie absurd. Hier kommt hier einer nach dem anderen kommt rein. Für einen Song. Hey, wie schön, schön euch zu sehen. Danke. Na los. Hallo. Grüße von Matthias. Ja, liebe Grüße zurück. Sag sie liebe Grüße zurück. Mega, dass ihr das auch mitmacht. Sehr aber gerne. Auch eine kurze Frage an euch, wenn ihr so auf so einer Tour seid. Ne? Quizt ihr dann auch? Seid ihr Quizzer? Also es gibt einen in der Band, den nenne ich sehr gerne Couch-Schlaubi. Das ist so einer, der zu Hause natürlich alles weiß. Hier hinter der Bühne geht mir richtig auf den Sack. Okay. Weißt du, weil der immer sagt, mach mit. Und ich denke so, ne? So Hänger, ständig, ganze Zeit. Und der würde ständig alles wissen. Wen guckst du okay, an? Gut. Wen? Nein, ich bin ganz neutral. Du guckst niemanden an? Nein. Okay, gut, dann lösen wir das Hänger? Jetzt nicht hier auf. Das ist schade. wann immer ihr mögt, wenn ihr loslegt, bekommt Lena da das Go. Es ist eure Bühne. Schön, dass ihr da seid. Silbermond! Aus Losigkeiten siehst, das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen, von denen man denkt, man will sie irgendwann brauchen, siehst so viel Klamotten, die du nie hast und die du nie tragen wirst und trotzdem bleiben sie bei dir, so viel Spinnenweben und so viel Kram, so viel Altlast in Tupper. Und eines Tages fällt dir auf, dass du 76% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck, mit dazu. Kommen Sie raus. Was? Silbermond! Du hast gerade auf leichtes Gepäck deine Antworten zum Besten gegeben. Oh. Hallo. Ja. Na? Begrüßt euch. Begrüßt euch herzlich. Begrüßt euch herzlich. Oh, schon. Dann sage ich dir, soll ich dir noch sagen, wie viele du richtig hattest? Ja, null. Was waren das denn für Fragen? Wie heißt der amerikanische Buffett mit vorne? Warren. Sag mal, wie hast du keine einzige? Warren, ja. Keine, also man hätte Warren gesagt, aber viel besser fand ich, die französische Region in Kanada heißt Quebec und das war dann mit leichtem Quebec. Hätte auch gut gepasst. Sag mal, spinnt ihr? Entschuldigung, Quebec. Da kommt man doch jetzt nicht in einer Sekunde drauf. Wir gehen an einen Platz. Wann war Woodstock? Reg dich nicht auf, das macht der Klaas gleich auch noch. Ladies and Gentlemen, Silbermond! Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Danke! Geht auf Tour, besucht sie dort bitte. Danke, dass ihr das gemacht habt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ciao. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sag mal, wie heißt denn die Sendung der siebte? Sinn. Das habe ich gesagt. Ich habe noch Sinn hinterher geschrieben. Ja, aber eine Minute zu spät. Ach, jetzt komm aber. Das wird nicht gezählt. Ich hab's richtig beantwortet. Lena, ich kann doch nicht. Ein Punkt, Leute. Ein Punkt. Habe ich eine Sache wusste ich. Und ich habe halt nur mal ein bisschen gebraucht. Günther. Meine Leitungen sind nur mal ein bisschen länger. Ja, Günther. So, Klausi, es geht weiter. So. Nimm dir die Zeit. Geh schon mal rein, dann können wir hier weitermachen. Vorsicht, nicht fallen. Nein. Also Klaas versorgt sich drin selber, wir versorgen die Bühne mit dem nächsten Künstler. Ladies and Gentlemen, er hat The Voice damals nicht gewonnen, aber er ist seitdem aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Er ist unfassbar erfolgreich und hört auf den Namen Max Giesinger. Max. Welcome.
Wie schön, dass du hier bist. Ja, ich auch. Und? Was konntest du backstage mitmachen? Hast du so ein paar Antworten gehabt? Ich hätte bisher verkackt tatsächlich so antwortenmäßig. Ja? Ich glaube, ich wäre ziemlich schnell rausgeflogen. Ne? Deswegen Respekt an euch und hi. Ja? Hi. Also wenn du schon rausgeflogen wärst, heißt das, ich könnte dich mal anrufen, wenn du hier mitmachen wollen würdest. Das, für mich ist das ja immer super. Ja, mach das doch mal. Ruf mal. Du hast meine Nummer noch. Nein, ich habe deine Nummer noch. Ja, klar, logisch. Ja, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns das mal an und wenn das dann, das ist doch super. Wir hören jetzt deine Musik, beim nächsten Mal laden wir dich ein und dann fliegst du einfach als erstes raus. Geil, geiler super. Plan. Nächstes Jahr habe ich Zeit. Lass schön, dass du hier bist. Viel Spaß mit Max Giesinger featuring Klaashofer Umlauf. Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen im Ort. Daneben schon zweimal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht. 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt wie auf einer Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, das will ich verstehen. Ich weiß es nicht, aber ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Da, 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 da. Ja! Max Giesinger! Ich hol dir kurz Klaas. Moment. Klaas auf der Umlauf. Ja, Max Giesinger! Ja, wieder. Hab ich mir doch gedacht. Na, doch. Hör dir, weil ich das ja gesungen habe gerade. Na, Max, so. Lass ihn noch mal drücken. Ich ruf dir einfach an. Ich ruf dir einfach an. Vielleicht fahren wir noch mal zusammen in Skiurlaub und dann. Klingt gut. Jetzt haben wir los. Ein bisschen rodeln. Ne? Bis dann. Ciao, Leute. Tschüss, Max Giesinger. Klaas, du hast hier den Vogel abgeschossen. Das ist du, gut. Du warst als Dritter dran und hast 5 Fragen von uns gestellt bekommen. Und redest wie Florenz Silbereisen. Ja. Bruderherz. Ja. Und du hast 5 richtige gehabt. Ja! Alle! Lena. Lena. Es ist vorbei. Nein, es ist vorbei. Wie gewonnen, so zerronnen. Na, es ist noch nicht vorbei. Das war es jetzt. Kann das denn sein? Das war es jetzt mit dem. 5 Fragen, keine einzige richtig, Bruder. Bruder, ah. wir machen jetzt weiter. Dumm, das, dumm, dumm. Das ist der Jingle von ProSieben. Dumm, dumm, dumm. So, das war Quizzen in Zeilen.